Hallo meine lieben Birdrider, hier ist wieder euer Landsquid. Willkommen zu einer neuen Folge Lorecore und willkommen zurück in der Welt von Fallout 4. Beim letzten Mal haben wir die geheime Vault 81 erforscht und sind am Ende unserer Rundreise auf Curie gestoßen, eine modifizierte Mr. Handy, die die Forschung der drei mittlerweile verstorbenen Wissenschaftler dieses Geheimforschungsbereichs beendet und ein Heilmittel hergestellt hat, das ein schwerkrankes Kind aus der Vault 81 dringend brauchen kann. Heute schauen wir uns in dem geheimen Laborbereich nochmal etwas genauer um und in einem kleinen Nebenlabor finden wir noch einen zweiten Terminal. Auf diesem können wir Folgendes lesen. Dieser Terminal ist nun exklusiv für Curie oder Curie vorgesehen. Sowohl für Forschungszwecke als auch für persönliche Belange. Bitte respektiert Ihre Privatsphäre und verwendet für eure eigene Arbeit andere Terminals. Danke, gezeichnet Dr. Collins. Schauen wir mal in den Punkt Forschung. Datum der letzten Löschung: XXXXXXXX. WLAN defekter Speicher. Dieses Terminal wird nicht als Backup-Lösung für Forschungsdaten empfohlen. Bitte verwenden Sie Papierkopien. Persönlich. Einträge sind persönliche Arbeit und Eigentum von Curie. Nicht lesen. Ja, damit meine ich auch dich, Dr. Collins. Hier finden wir also tatsächlich mehrere Einträge, die Curie geschrieben hat. Sehr ungewöhnlich für so ein Modell der ausgeweiteten Mr. Handy-Reihe. Schauen wir mal auf den Punkt Begrüßung wird initialisiert, Labor. Ich habe von Dr. Collins den Befehl erhalten, einen Eintrag zu diesem Terminal hinzuzufügen. Dr. Collins hat darauf bestanden, dass dies mein Terminal ist. Ich habe mich wiederholt erklärt, dass Roboter laut Robco-Richtlinien kein Eigentum besitzen können. Doch seine Befehle waren eindeutig und unmissverständlich. Ich werde Dr. Collins Wunsch befolgen und ein Protokoll führen, wie befohlen. Kollegen, ich habe meine Analyse und Integration der Daten abgeschlossen, um als Forschungsassistent von Nutzen zu sein. Ich habe den Befehl erhalten, eine Beurteilung meiner Kollegen zu verfassen. Dr. Flint ist objektiv betrachtet brillant, auch wenn Dr. Collins ihn wiederholt als schroff bezeichnet. Aber mir fällt es leichter, Dr. Flints Befehle und Sprachmuster zu erkennen. Seine Beobachtungen sind immer sehr scharfsinnig und ich lerne von ihm sehr viel über die Arbeit mit Zellkulturen. Die Zusammenarbeit mit Monsieur Bureau läuft sehr gut. Er hat viel niedere Aufgaben zu erledigen, für die sich meine Programmierung ausgezeichnet eignen würde, wie beispielsweise das Tragen schwerer Laborausrüstung. Das ist seltsam, denn meine Fähigkeiten übersteigen die eines menschlichen Mannes bei weitem. Dr. Collins hat mir gesagt, dass es ein Zeichen von Respekt ist, das mir Monsieur Bureau entgegenbringt. Das ergibt keinen Sinn. Fehler bei Catch Integre. Hier finden wir nur ein Zahlenwirrwarr. Hier sind wohl einige Daten beschädigt. Aufgewühlt. Auch hier sind einige Elemente des Textes korrupiert. Es gibt allerdings noch lesbare Stellen und die lesen sich wie folgt. Ungewohnt aufgewühltem Zustand. Er weigert sich nach seinem Frühstück das Zimmer zu verlassen. Dr. Collins versichert mir, dass dieser Zustand wieder vergeht und Monsieur Borrow lediglich überwältigt ist vom... Mehr ist hier leider nicht zu lesen. Wahrscheinlich wurde den Wissenschaftlern hier zu diesem Zeitpunkt klar, dass sie hier eingeschlossen sind und dass der Vault-Aufseher sie hier zurücklässt. Hier finden wir einen weiteren fehlerhaften Eintrag. Auch dieser ist für uns leider nicht mehr abrufbar. Und zum Schluss finden wir hier noch den Eintrag Nachruf. Dr. Bureau ist verstorben. Die Obduktion ergab, dass er an einem durch das hohe Alter verursachten Herzstillstand gestorben ist. Er ist um 5:01 Uhr kurz nach dem Aufwachen von uns gegangen.
In Übereinstimmung mit früheren Anweisungen des Doktors werde ich die Überreste in einer speziellen Urne neben Dr. Collins und Dr. Flint platzieren. Dr. Burrow war bei der Arbeit, die uns die anderen überlassen haben, von großer Hilfe. Mein letzter Befehl lautete, allein an unserem Projekt weiterzuarbeiten, sodass unsere Tode nicht umsonst waren. Meine Prozessoren sind vollauf damit beschäftigt, die Studien der Erreger und Viren zum Wohle der Menschheit fortzusetzen, um seinen letzten Wunsch zu würdigen. Ende der Nachricht. Nun finden wir auch die Antwort darauf, warum in den drei professorischen Särgen, die wir beim letzten Mal gesehen haben, nur zwei Skelette und eine Vase vorzufinden waren. Curie hat den Körper von Dr. Burrow wohl eingeäschert. Auf demselben Terminal finden wir außerdem noch den Eintrag Collins Archiv. Hier finden wir mehrere Punkte. Fangen wir mal an mit Hochfahren. Wir haben nur noch drei Forscher. Das schränkt uns stark ein. Hab mich entschieden, ein paar Modifikationen an diesem Mr. Handy vorzunehmen. Könnte recht nützlich für bestimmte Laborarbeiten sein. Seit dem Aufnahmetag ist mir alles andere als wohl. Nicht genug damit, dass die Welt untergeht. Ich mache mir zusätzlich Sorgen wegen Oliviers Motiven. Meine verstaubten Robotikfähigkeiten auf Vordermann zu bringen, ist genau die Ablenkung, die ich brauche. Persönlichkeitsprofil. Ich werde eine Reihe individueller Persönlichkeitseinstellungen für den Roboter schreiben. Sie bekommt ein wenig von Lisa. Ich hoffe wirklich, dass sie es in ihrem Walt in DC geschafft hat. Und ein wenig von meiner Hochschulliebe, damals in Versailles. Ich befülle ihre Datenbank mit allen großen Werken, auf die ich hier Zugriff habe. Kant, Einstein, Born, Darwin, Curie, Faraday, Turing, Brown. Sie wird viel lernen müssen. Sie fühlt sich schon deutlich mehr wie ein Kollege im Labor, nicht wie eine Maschine. Ich nenne sie Curie. Ich weiß. Ich war noch nie sonderlich subtil. Therapeutisch. Curie schlägt sich hervorragend. Flint hat endlich aufgehört, mich für verrückt zu erklären, nur weil ich darauf bestehe, dass wir sie wie einen Menschen behandeln. Und ich schwöre, dass Burrow sie mit so viel Respekt behandelt wie damals Rebecca bei der Ausbildung. Das ist wirklich herzergreifend. Was noch wichtiger und vielleicht auch überraschender ist, sie bringt ein Gefühl von Normalität ins Labor. Dank ihr bleiben wir alle ein wenig mehr auf dem Boden. Alles, was uns von der aktuellen Lage ablenkt, ist mehr als willkommen. Ich habe bisher eine Menge Anpassungen an ihre Persönlichkeitsmatrix vorgenommen. Aber nach und nach erscheint es mir falsch, sie zu manipulieren. Ich werde ihre Programmierung fürs Erste nicht mehr verändern. Mal abwarten, wie sie sich mit zunehmendem Wissen entwickelt. Im Grunde wird hier ein langsamer Prozess der Umwandlung einer Maschine, eines Arbeitsgeräts, in eine Person beschrieben. Wahrscheinlich ist der genaue Zeitpunkt kaum festzustellen, an dem Curie zu einer selbstbestimmten, selbstbewussten Persönlichkeit wurde, doch die Person, die wir im Verlauf des Spiels kennenlernen, ist definitiv nicht mehr nur ein Werkzeug. Und zum Schluss finden wir hier noch den Eintrag Dauerhafte Anweisung. Habe dieses Terminal seit Jahren nicht mehr angerührt. Nicht mehr, seit ich es Curie überlassen habe. Ihre Reaktion darauf zu erleben, dass sie endlich etwas Eigenes hat, war unglaublich. Es schien mir einfach falsch, das zu verletzen, also gehörte es seitdem wirklich nur ihr alleine. Dieser letzte Eintrag ist eine Ausnahme und ich nehme an, dass ich ihn aus Gewohnheit verfasse. Als Mann, der es ein Leben lang gewohnt war, seine Experimente zu protokollieren. Wir haben heute Flint verloren. Und Burrow verbringt aktuell deutlich mehr Zeit damit, mir im Labor zu helfen, als tatsächlich selbst zu forschen. Gut, dann also meine Ergebnisse. Curie war ein erstaunlicher Erfolg. Sie übersteigt meine Erwartungen an das, was ich in der Roboterprogrammierung für möglich hielt. Ihre Persönlichkeit fühlt sich so real an wie meine eigene. Ihr Interesse an wissenschaftlicher Forschung ist unersättlich und es war äußerst bewegend mit anzusehen, welche Schwierigkeiten ihr Konzepte wie Sterblichkeit bereiteten. Sie ist wahrlich mein größtes Werk. Ich hoffe nur, dass sie eines Tages mehr von der Welt sehen wird. Wenn ich doch nur dabei wäre, wenn sie das erste Mal den blauen Himmel und die Schmetterlinge sieht, die sie nur aus ihren Liedern kennt.
Ich befürchte, Schmetterlinge dürften für die meisten Bewohner des Ödlands da draußen ein eher abstraktes Konzept sein. Dann wird es Zeit, den Aufzug nach oben zu nehmen. Über eine geheime Tür betreten wir wieder den Eingangsbereich der Vault. Irgendwann mal schaffe ich es daraus. Calvin sagt, dass ich nur raus will, um nicht arbeiten zu müssen. Vielleicht hat er recht. Der Stress hier drin bringt mich noch um. Katie Payne ist hier in 81 die Lehrerin. Schau mal in ihrem Unterricht vorbei. Sie schätzt die Erzählungen der Leute von draußen. Hey. Lass mich in Ruhe. Ich hab zu tun. Die Leute hier wirken ein bisschen wenig beeindruckt, dass ich gerade aus einer ewig verschlossenen Tür den Raum betreten habe. Naja, dann liefern wir mal das Heilmittel ab. Und hier machen wir jetzt an dieser Stelle für heute mal wieder Schluss mit Vault 81. Aber ganz sind wir noch nicht fertig hier. Eine letzte Runde drehen wir noch durch diesen Vault. Ein letztes Mal werden wir noch mit den Bewohnern reden, ihnen noch bei einigen ihrer kleinen Probleme helfen. Und uns nochmal von allen verabschieden, bevor wir wieder raus ins Ödland gehen. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Mögen die Tentakel der Tiefe mit euch sein. Ciao, macht's gut.